Was geht mit ihr falsch? Ich verstehe es nicht. Aber willkommen zurück zu GTA 5. Hier auf Early Access. Und jetzt wollen wir ein bisschen hier, ne? Wieder ein bisschen was tun, was machen. In den letzten Folgen, die waren ja so ein bisschen so ging so. Und es ist Nacht. Das heißt, warte, geht die Mond unter oder auf? Der geht auf. Egal, YOLO. Wo sehen wir denn die Uhrzeit? Es ist 0.03 Uhr am Mittwoch. Heute Mittwoch noch an. Heute ist eigentlich Montag. Jetzt gucken wir mal. Ich wollte die iFruit-App runterladen. Das gab es ja hier im Dingen zu sehen. Oh, that shit. Chop, what you been eating? I gotta get a regimen for your ass. Ah, lecker. Ich bin immer was vom Shop kontrollieren. Lade die iFruit-App für dein persönliches Smartphone oder Tablet runter, um diesen zu dressieren. Kann Franklin ihn den Ball aus seiner Waffen... Was? Ah, lol. Ja, wir gehen jetzt einmal mit Chop chillig Gassi. Wir nehmen den erstmal mit. Ja, die iFruit-App, die funktioniert nämlich leider nicht. Für PC. Habe ich gelesen. Man muss nämlich, Dingens. Oh. Die geht's nämlich nur... für PC. Oh. Hol ihn! Get the ball for me, boy. Hol ihn! Ohne Scheiße, ne? Dieser Hund, ne? Komm, hol ihn! Hol ihn! Los! Los, Chop! Good, Chop! Good, Chop! Das geht ja schon mal hin. So, was machen wir denn jetzt mit dem? Können wir den mitnehmen? So, Chop, komm mal her. Setz ihn mal hin. Können wir irgendwie mit ihm interagieren? Oh, ich kann ihn wegschicken. Kann ich ihn nur wegschicken oder nicht? Drücke linke Maus, was ist das? Und Chop, der läuft einmal über die Straße. YOLO. So, dann gucken wir mal. Wir haben nämlich ein paar Fragezeichen-Missionen. Wenn ich mich nicht irre. Zum Beispiel das Rennen, das machen wir eben schnell. Aber dafür brauchen wir eine chillige Karre. Schöne Karre wäre schön. Der Arschloch hat mich einfach überfahren. Wenn der mich jetzt überfährt, ne? Da hinten steht er. Warum treffe ich den nicht? Warum treffe ich den nicht? Warum habe ich jetzt... Jetzt habe ich immer noch die Bullerei am Arsch. Und wo kommt der Heli? Geht das noch etwas weg. Wir haben noch Zeit, dass ich mir eine Karre suche. Motherfuck! Und ich würde auch gerne im Ganghaus rauben, können wir ein bisschen Geld haben. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Das wird eng. Aber schaffe ich. Oh! Gerade so um die Ecke geschafft. Ich hoffe, der biegt jetzt nicht rechts ab. Egal, hier oben bin ich auf jeden Fall sicher, solange der Heli nicht kommt. Wo ist der Heli? Sehen wir nicht, egal, so. Ich denke mal, in den Sternen sind wir jetzt gleich los. Ich hoffe jetzt zumindest. Hier können wir auf jeden Fall chillig runter. Ohne direkt drauf zu gehen, so. Oh, jetzt Karre. Vernünftige Karre. Bringen wir jetzt eine her. Wenn wir gerne eine chillige Karre haben, dann machen wir ein paar der Fragezeichen-Missionen. Da gibt es nämlich eine, die total bekloppt und bescheuert ist. Aber dafür brauche ich ein vernünftiges Auto. Wir nehmen jetzt aber das hier. Jo, runter. Da steht die Polizei einfach.
So, jetzt erstmal die Musik aufmachen. Das ist so stressig, dass die Musik nie ausgeht, ne? Ich frage mich, ob ich irgendwie eigene Musik einmal zu machen. Wie viel ist es? Nur noch 2 Uhr morgens. Da geht das nicht mehr. Da hat das Fragezeichen verschwunden, wenn ich mich nicht irre. Ich guck mal kurz auf die Map. Ich mach mir jetzt mal hier Marker. So, die müssen auf jeden Fall Michael annehmen. Sonst haben wir auch keine Fragezeichen hier. Kann ich wechseln? Wechsel geht nicht mehr, wenn die gefunden wird. Okay. Dann hängen wir die Bullen mal kurz ab. Und dann wechseln wir zu Michael. Andern geht das ja scheinbar nicht. Ist halt so, ne? Aber ich hätte gerne eine schnelle Karre. Man kann doch später kann man sich wahrscheinlich Wagen kaufen, ne? Dass ich das überlebt habe. Warum schnallt er sich auch nie an, ey? Depp. Wie viel Geld haben wir? Kann ich irgendwo sehen? Ja, das passiert wirklich. Der Tod? Oh. Die sind beide gestorben. Entschuldigung. War denn meine Absicht? Oh my goodness! Was hast du denn? Ja. Oh, die Karre will ich haben. Die holen wir uns. Die holen wir uns. Die ist gut. Die sieht zumindest gut aus. Oh ja. Warte mal kurz. Mal kurz das Dach auf. Und fahren mit Fernlicht, juckt ja keinen. Man sieht besser. Ich bin jetzt ganz schön. So, Fragezeichen ist wieder da. Beide Fragezeichen sind wieder da. Machen wir uns eben auf die Socken dahin. Makinos ist eben auf dem Radar. Was ist das? Das ist die Autorennmission, die machen wir. Die machen wir. Die Karre würde ich gerne irgendwie behalten. Ich hoffe, ich kann die in meiner Garage parken. Wäre ganz chillig. Und ich weiß, dass wir auch noch allein machen können. Denn ich will so gut wie möglich versuchen, das ganze Spiel auf 100% zu schaffen. Ich weiß ja nicht, ob es die Erfolge gibt. Das war chillig, wenn es auf 7 wäre, aber ist halt so. Wir nehmen jetzt einfach die Abkürzung hier querbeet. Haben wir jetzt einfach. Ich hoffe, das geht hier alles. Ja, das sieht gut aus. Also nicht mein Fast hier gerade, sondern generell, ne? Ich möchte es, wenn möglich, alles auf 100% schaffen. Das werde ich aber alles nicht in dem Video schaffen, weil das ist zu viel Aufwand. Aber ein paar Sachen schaffen wir auf jeden Fall. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Hang on a second. Ja, erzähl. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No. Scheiße, das war die falsche Taste. Funny motherfucker. Egal, das kennen wir ja bereits. Wenn ich mich nicht irre. Das haben wir ja, die Zwischensequenz hatten wir ja schon mal. Wo ich so dermaßen verkackt habe, dass ich das Ganze dann doch gelassen habe. Achso, mein Licht ist mal chillig. So, hier vorne ist das Rennen. Ich hoffe, die Karre kann was. So, oh, machen wir die hinsetzen und dann hauen wir hier hin. Let's go. So viele der Kurven einfach mit der Spezialfähigkeit nehmen. Schaffen wir das auch. Und vor allem, wenn mein Auto aufschlägt. Die Karre, die geht ab. Die geht sehr gut ab. Boah, leck mir mal schon das knapp. Ich muss nur aufpassen, dass ihr gleich nirgends fliegen, Bretter. Mmh.
Alter, leck mir auch schon ab. Jetzt hier rum. Können wir so durchbrettern, das ist kein Problem. Also die Spezialfähigkeit ist echt mega chillig. Kommen wir gut voran. Warum? Was war das? Ich habe die Spezialfähigkeit angehabt und gelenkt, der wollte aber nicht lenken. So eine Scheiße. Lebe ich noch oder muss ich von vorne anfangen? Lebe ich noch oder muss ich jetzt von vorne anfangen? Von vorne anfangen werde ich dann scheiße. Passen wir jetzt nochmal besser drauf auf, wenn ich meine scheiß Musik wieder. So, und damit haben wir schon mal zwei Abgänge, wenn nicht über alle. Nicht das gleiche wie eben. Nur einer am Arsch. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich könnte nicht theoretisch auch aufschließen. Das wäre chillig, wenn das gehen würde. Und dann haben wir das Rennen auch gleich in der Tasche. Ich will das nämlich nicht nochmal spielen müssen, aber ich will das schon in Gold haben. Hier wird es ganz abhängig. Fuck, 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 fuck. Watch and learn, baby. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hol ihn auf, das hol ihn auf. Keinen Aufruf. Ich hol die gleich alle aus ihrem Auto einfach raus. Was ist denn hier passiert? Aber in der Spezialfähigkeit kann man gut noch das Lenker um. Den Lenker. Ja. Hier, den Rand noch reißen. Das geht eigentlich ganz cool. Passt alles. Ich wollte keine Fähigkeit. Sollte ich das jetzt da machen? Ja. Ich bin knapp geworden. Ja, das haben wir in der Tasche. Dort haben wir in der Tasche. Da wird nur kein Fehler mehr machen. Nein! Nein! Du gehst zum Ende! Ja, ich weiß, ich bin unfähig. Heute dürft ihr das schreiben, ohne Scheiße. Jedes Mal dasselbe. Let's see what we got. Wie dieses beschissene Rennen jetzt schafft, verdammt. Irgendwer hat einen. Was? Verschreckt. Ja und? Habe ich den halt überschreckt und? Mir doch nicht. Ah, okay. Also rausschießen können die Leute auf jeden Fall schon mal nicht. So, jetzt müssen wir nur mal irgendwie bei denen nur unfassbar Sachen. Haben wir nämlich ein Problem schon mal gelöst. Ich darf nirgendwo fliegen fahren. Wenn ich einmal aus dem Auto raus bin, ist Ende. Oh, you shit me, right? How are you still in this? Egal, das holen wir noch auf.
hat der denn? Oh Gott, gib Gas. Okay, noch schaffen wir das. Haben wir noch eine Runde vor uns. So, und diesmal schaffen wir das wirklich. Und ich habe keinen Bock, das nochmal zu spielen. Das fuckt mega ab auf Dauer. Und aber immer und immer und immer wieder nicht schaffen. So, den ersten haben wir erstmal am Arsch. Ich hoffe, die sind jetzt alle reingebrettert. Gut aus. Wie eigentlich eine Abkürzung nehmen? Nee, nein. Ich weiß, ob Abkürzung. Abkürzung sind immer eng und knapp. Sind wir denn doch zu viel Risiko? So, da vorne haben wir jetzt die Runde erstmal durch. Verdammte Scheiße. Komm, steh auf. Ja, das schaffen wir noch. Warum auch immer da jetzt irgendwas auf der Straße. Das hat mir jetzt... Ah, Mann! Das ist ja irgendwie möglich, einfach damit Scheiße. Da vorne sind noch zwei, die muss ich noch überholen. Problem gelöst. Oh Gott, ach, das war das Ding von dem Wagen, was da unten auf der Straße lag. Vom Dach. Weil eben haben wir einen Checkpoint vorm Ziel. Habe ich das verkackt, ey, ohne Scheiß. Hier sollte vielleicht ein wenig langsamer fahren. Geht erstmal viel geradeaus, deswegen ist es kein Problem. Die Spezialfähigkeit wieder aufladen. Lasse ich hier ein bisschen Gas weg. Nein, bleib im Wagen. Ja, das war's. Jetzt haben wir es sicher. Oh, leck mich mal. Stand, harte Arbeit. Letzte Runde. Und frei Fall ist, ne? Das ist natürlich da zu kurz kommen, weiß ich auch nicht. Aber Hauptsache wird das Ding durch. So, wer ist jetzt T? Das müsste. Kann ja sein. Ja, was ist denn? Tanya, do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone all Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry, but where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. Eh? All right. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Hä? Haben wir die Mission nicht schon gemacht? Mit dem Abschleppen? Oder können wir die nochmal machen? Beziehungsweise müssen jetzt was anderes abschleppen. Oh, Sekunde. So, ganz kurz. Meine Nasenfahrrad reinigen. Das habe ich nämlich seit einer Woche nicht mehr getan und da sammelt sich mit der Zeit ein wenig Dreck. Das heißt nicht Dreck, sondern Staub, sondern Flecken und keine Ahnung. Und irgendwann ist es einfach ein bisschen nervig. So. Um die Frage zu beantworten, nein, ich habe gerade keine Ahnung, wie viel ich stecke. Ich habe. Auf jeden Fall bin ich kurzsichtig. You never could say no to me, Franklin Clinton. I ain't so cracked. Ja, dann steig ein. That night behind the burger shop. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. Mehr, it's all good, baby. I know that wound ain't healed. Ja, erzähl mal deine Sorgen. Okay, du weißt ja, wie es läuft, dann heißt es wohl, dass wir das schon mal gemacht haben, jetzt irgendeinen anderen Wagen holen müssen. Machen wir. Nein.
Wenn wir den Wagen nur unfallfrei dahin kriegen. Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker. It's a Lucky Plucker and Little Soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Cause you look like you know what you doing. One, I can't drive. Also ich kann nicht fahren. Oh man. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you, Tanya? Like your aunt, you mean? Oh God, oh God, oh God, oh God. I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You all. Hier möchte ich durch. Danke. We did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. Aber hier noch Müllwagenmission machen? Also mit dem Wagen ist glaube ich nicht der lecker driften. Ah, da vorne der. Ja. My computer's ready. Piep, piep. So, also die ranfahren. Oh, noch das Ding hier absenken. We're on, boo. Let's move it out. Come on. I was only parked there for a minute. Er ist gerade wieder gekommen. Ja, verkackt. Geht mit mir, mein Freund. Ja, Leute, geht mal weg hier. Das ist wichtig. Ich muss Geld verdienen. Warum ist da einer reinfährt? Na, der riecht am Rad. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet? Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time. Ja, warum mache ich das eigentlich? I gotta keep it. Fast. Up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for our people. Jetzt vorsichtig um die Ecke. Nein. Alles gut. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. Keep an eye on the car. Das Auto sieht gut aus. Scheiße. Mann, ich war die ganze Zeit so vorsichtig und dann fliegt das Scheißding um die Ecke. Um die Kurve. Mann! Drop it in the marked area. Same as before, honey. So. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. Gehen wir auf Franco. Achso, muss ich gar nicht heile nach Hause bringen. Billig. So gut. Goldmedaille. Das glaube ich die erste sogar. So, haben wir hier noch irgendeine Mission? Ansonsten wechseln wir zu Michael. Da oben haben wir noch ein Fragezeichen. Fremde und Freaks. Das müsste Paparazzi-Mission sein, wenn ich mich nicht irre. Fahren wir hin. Die sind mir auch ganz lustig. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt hin und bevor wir die Mission beginnen, beende ich dann die Folge. Dann sollte das eigentlich zeitlich passen. Bei 25 Minuten, wenn ich hier die sehe, dann sollte das eigentlich passen. Ausschreiben. Gut Glück. In Los Santos läuft
Läuft immer irgendwo ein rein, wenn du Interesse hast, darfst du mal einen Treffpunkt auf. Ja, nee, jetzt nicht. Pass ich durch? Nicht. Hätte aber fast gepasst. Hey, nein, scheiße. Den habe ich voll erwischt. Warum sind eigentlich die Ampeln erst am Ende der Kreuzung? Also hier, da, warum? Wenn der rechts abbiegt, hat er dann direkt wieder rot oder was? Das verstehe ich nicht so ganz, aber naja. Das ist aber, glaube ich, in den USA genauso, ne? Bin mir aber nicht sicher. Guten Tag. So, Leute. Oh, da drüben ist ein Secret, Dingens. Was ist das hier? Was? Hey, how's it going, homie? Great. I wanted to be an actor, and this is real acting. God, give me strength. Impotent rage. Okay. Good. Toll. Hi. No crap. Look the fuck out. Alles gut. I'm completely crazy here. I'm almost mad. I'm impotent rage. Unmächtiger Zorn. And I'll get crazy. Sei ruhig. Tschüss. Das ist überall eine Waffe. So, Leute, ich würde sagen, nachdem wir unmächtiger Zorn umgenietet haben, würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, haut da rein. Bis die Tage. Beziehungsweise bis zur nächsten Folge. Haut da rein. Bis dann. Tschüss.